Guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Heute bin ich am Schwarzsee. Morgen ist leider bewölkt hier. Hat auch ziemlich weit runter geschneit. Aber das macht mir nichts aus. Ich bin auch so, auch so ist es schön zum Wandern. Ich laufe heute vom Schwarzsee. Zuerst den See entlang, dann komme ich zur warmen Sense und von der warmen Sense geht es zur Sense bis nach La Feyen. Ich werde natürlich auch unterwegs ein paar Sachen kommentieren. Bis später. Schön verschneite Bergwelt, da der Schwarzsee. Haben wir eine schöne Aussichtsplattform. Gehen wir mal nach oben. Aussicht da oben. In diesem Tal bin ich letztes Mal gekommen. Und ein ganz schöner Ausblick über den ganzen See. Und hier unten hört er wieder auf. Es ist einfach schön da oben. Und da oben sieht man den Bergen, die es letzte Nacht Schnee gegeben hat. So, hier ist jetzt der Ausschluss aus dem Schwarzsee und da geht es jetzt weiter der warmen Sense entlang. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite von der Brücke und da sehen wir jetzt die warme Sense. Da sehen wir ein riesen oder ein großes Ried im Sumpfgebiet. Schön hier diese Natur. Hier fließt die warme Sense noch sehr gemütlich. Noch nicht so starkes Gefälle. Das fängt dann weiter vorne erst an. Da sind wir ein Eisverlass. Im Winter eine sehr interessante Attraktion hier. Es wird alles, was man da sieht, mit Eis überzogen. Und in der Nacht beleuchtet. Das ist ganz was Schönes.
eine große Anlage und sieht wirklich im Winter toll aus, wenn da alles voll Eis ist. Hier hat der Bach ziemlich viel weggefressen. Hier sehen wir die alte Brücke. Und das da daneben ist die neue Straßenbrücke. Da ist eine Stromschnelle. Das letzte Mal, wo ich hier in diese Gegend wandern gegangen bin, bin ich hier über diesen Bergzug runtergekommen. Man sieht, oben hat es schon Schnee gegeben. Müsste also, wenn ich heute dies gemacht hätte, auch durch den Schnee wandern. Aber das ist ja jetzt nicht so. Ich bin ja da jetzt im Tal unten. Hier befinde ich mich im Zollhaus. Es war früher ganz eine wichtige Station, weil da kommt man vom Kanton Bern in den Kanton Freiburg. Da vorne sieht man den Zusammenfluss von der kalten Sense in die warme Sense. Da auf dieser Brücke befinde ich mich noch im Kanton Freiburg und auf der anderen Seite vom Fluss ist der Kanton Bern. Also früher ganz eine wichtige Zollstation da. Kommt auch der Name her, Zollhaus. Hier heißt jetzt der Fluss nicht mehr warme und kalte Sense, sondern es ist nur noch die Sense. Und da durch dieses Tal runter, wo die kalte Sense runterkommt, befindet sich ganz hinten im Tal der Gurnigelpass. Ein Übergang vom Kanton Freiburg in den Kanton Bern ins Aaretal. Hier sieht man, dass die Sense ein ganz, ganz breiter Fluss geworden ist. Weil da kann es im Sommer ganz schlimme Unwetter geben und ich glaube sogar, dass bei einem Hochwasser ich hier auf diesem Wanderweg nicht durchkomme. Jetzt heute ist es zum Glück problemlos möglich, da ja nicht so viel Wasser kommt. Aber wie gesagt, bei einem sehr, sehr starken Unwetter da in diesem Tal hinten kommt dieser Fluss hier ganz hoch oder kann ganz hoch kommen, auch im Frühling bei der Schneeschmelze. Da ist jetzt die Sense ein breiter Fluss geworden. Hat schon ziemlich viel Wasser. Da vorne sieht man schon unser Etappenziel. Hier verlässt jetzt dann auch die Sense die Alpen und kommt ein bisschen in flächeres Land rein. Wobei da weiter vorne geht sie dann auch noch durch eine tiefe Klamm oder wie wir hier in der Schweiz sagen, eine Schlucht.
da könnte man meinen, man sei fast im Urwald. Übrigens, die Sense hier, die fließt dann in die Saane, weiter in die Aare, Bielsee, dann weiter durch die Aare runter und schlussendlich in den Rhein. Da vorne, dieser runde Berg, ist das Guckershörnli. So, für heute verabschiede ich mich von hier. Ich werde die Sense für heute verlassen und dann ein andermal werde ich hier weiter gehen auf diesem Wanderweg. Da ist ziemlich eine große Nagelfluh. So, hier oben ist das Dorf Blaffeien, mein Etappenziel von heute. Da sieht man in den Kanton Bern rüber, Guckershörnli, und hier geht es runter zu Sense. So, wir sind da vor der katholischen Kirche. Das ist die größte katholische Kirche im Kanton Freiburg außerhalb der Stadt.